Und schon wieder ist eine Woche weg und schon wieder gibt es eine neue Herausforderung hier bei Phasmophobia. Dazu heiße ich euch ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, die Herausforderung heißt Geisteszustand Überlebenskunst. Guter Geisteszustand ist knapp, besonders ohne Pin oder Licht. Sei vorsichtig mit diesem Albtraum eines Geistes. Ja, zweimal konnte ich hier den richtigen Geist schon herausfinden. Wir haben nur wenig Sanity und der Sicherungskasten ist auch wieder defekt. Das heißt, wir haben kein Licht, keine Heizung, die funktioniert. Und ja, wir wenden das an. Ridgeview ausgewählt. Los geht's. Gucken wir doch mal, was uns hier blüht. Ja, das ist unsere Ausrüstung nur auf Stufe 1. Ein Kruzifix, keine Räucherwerke, eine Dröhnung nur. Eine nordische Dröhnung von der Sanity. Ja, wir sollen theoretisch die Bewegungssensoren einsetzen, ein Geisterfoto schießen und eine Kerze auspusten lassen. Ja, Taschenlampe nehmen wir mal mit, Thermometer, EMF. Gehen wir mal so los. Wie gesagt, Sicherungskasten ist egal, da dieser defekt ist. Bisschen bewölkt. Ja, gucken wir mal, was der Geist so von sich preisgibt. Gib mir ein Zeichen. Bewege etwas. Mach ein Geräusch. So, Thermometer. Wo geht's runter? Alles noch sehr ruhig. Da war was. Was hier? Irgendwo ist was geflogen. Irgendwo ist doch hier was geflogen. Haben wir hier Verstecke? Hier schon mal nicht. Hier? Nein. Hier sind die Verstecke zu. Das war auf jeden Fall hier irgendwo. Ja. Ist da hier? Jawohl. EMF5. EMF5. Hier der Geisterraum. Alles klärchen. Dann holen wir mal neue Sachen. EMF5. Sehr schön. Damit hätten wir den ersten Beweis. Kann man auch hier schön sehen. Von 2 auf 7 Differenz 5. EMF5 auf jeden Fall. Buch werde ich dort mal auslegen. Leider haben wir einen großen Geisterraum. Ich versuche aber den ersten Bereich schon mal abzusichern mit einem Kruzifix. Videokamera nehme ich auch mal mit. Guck, ob wir einen Orb sehen. So, wieder rein ins Getümmel. So, Orb. Hier schon mal nicht zu erkennen. Da das hier aber komplett der Geisterraum ist, plus Badezimmer. Und hier muss man ein bisschen gucken mit dem Orb. Ich werde jetzt die Kamera mal hier platzieren. Orb vorerst aber nicht zu sehen. Schreib ins Buch. Ja, Geisterraum auf jeden Fall hier. Dann decken wir uns hier den ersten Bereich mal ab. So. Ja, das spielt eigentlich keine Rolle mehr. EMF5-Beweis haben wir. Schreib ins Buch bitte. Danke. So, dann hole ich mir meine Ultraviolett. Jetzt ruft Stefan auch wieder an. Hat man nie Ruhe vor. So. Das von gerade. Gut. Salz, UV und Dots-Projektor. Vielleicht erreichen wir damit was. Ein Versteck wäre auch noch ganz hilfreich. Ich gucke jetzt mal kurz oben nach, ob wir dort ein Versteck haben. Hier im Wandschrank. Da fliegt wieder was. Hier nicht. Hier aber, okay. Dann nehmen wir das. So. Wir eilen.
Buch unbeschriftet. So, so. Laufe durch Salz. Noch keine Gefriertemperatur. Laufe durch Salz. Hier ist er einmal durchgelaufen. Wahrscheinlich war das nur ein Schritt. Laufe durch Salz. Salzspur. Bewege eine Tür. Bewege eine Tür. Schreibe ins Buch. Noch keine Gefriertemperatur. Schreibe ins Buch. Bewege eine Tür. Vielleicht ja ein schüchterner Shade. Noch passiert nicht so viel. Schreibe etwas. Ich guck noch mal ganz schnell mit der Videokamera. Ja, einen Orb sehen wir nicht. Nein. Ne. Orb nicht zu sehen. Da würde ich mich jetzt auch festlegen, dass es den nicht gibt. So. Vielleicht, ja, Gefriertemperaturen. Hier auch noch nicht durchgelaufen. Gefriertemperaturen. So. Gin, Shade noch drin, ohne die Zwillinge. Ja, vielleicht ist es ja der Shade. Gucken wir mal. Box, die Zwillinge, Buch, Shade. Ultraviolett Gin, Dots Oni. Ah, für ein Oni ist damit zu ruhig eigentlich. Ja, passiert nicht so viel. Böckschen. Dann noch ein zweites Buch. Bewegungssensor, ja. Ich nehme mal die Dröhnung. Ich weiß nicht, ob die irgendwas bringt. Ich denke aber eigentlich schon. Ja, gehen wir wieder rein. Nehmen noch mal Salz mit. Bist du hier? Bist du da? Was möchtest du? Wie alt bist du? Ist jemand bei mir? Was willst du? Bist du da? Bist du hier? Was möchtest du? Wie alt bist du? Bist du da? Laufe durch Salz. Schreibe ins Buch. Bist du hier? Bist du da? Ist jemand bei mir? Was möchtest du? Wie bist du gestorben? Bist du hier? Bist du da? Scheinbar ist er noch hier. Wie alt bist du? Bist du da? Ist jemand bei mir? Bist du hier? Er läuft durch Salz. Weiß aber nicht, ob das nur ein Schritt war. Schreibe ins Buch. Bist du hier? Bist du da? Ist jemand bei mir? Was möchtest du? Bist du hier? Was willst du? Bist du da? Also Box bisher negativ. Bewege eine Tür. Also, Oni würde ich rausnehmen. Der ist mir zu ruhig für einen Oni. Mhm. Ich glaube eher, dass wir hier noch einen Bucheintrag sehen. Schreibe ins Buch. Schreibe ins Buch.
Laufe durch Salz. So. Keine Ultraviolettspuren. Ja. Ich denke schon, dass das noch der Shade ist. Hier hat er noch nicht reingeschrieben. Sehen wir auch, wenn hier der Stift noch drauf liegt. Hier auch nicht. Und da das mit den Büchern manchmal ein bisschen dauert, gehe ich vom Shade aus. Beim Shade sind wir auch im Geisterraum sicher. Das heißt, ein Shade fängt niemals an zu jagen, wenn wir in seinem Geisterraum sind. Ein Zuschauer hat mir zuletzt noch mal was anderes geschrieben, dass er das anders erlebt hat. Aber das kann ich mir nur damit erklären, dass es ein Bug war oder sowas. Daran erkenne ich die Shades immer. Auch bei den Rätselrunden. Wenn ich dort zufällig im Raum bin, da ist die Sanity ja von Beginn an auf 0%. Und wenn er dann einfach nicht anfängt zu jagen und es kalt wird, weiß ich, ach, deswegen, weil es ein Shade ist, dann jagt er einfach nicht, wenn man in seinem Geisterraum ist. Schreib ins Buch. Ich probiere die Box auch nochmal. Bist du hier? Was möchtest du? Wie alt bist du? Ist jemand bei mir? Bist du hier? Bist du da? Was möchtest du? Also, der Geist ist auf jeden Fall noch hier. Bist du da? Ja. Dann gehe ich noch mal eben raus. Vielleicht mache ich in der Zeit noch die Nebenaufgaben. Vielleicht schreibt er dann ins Buch. Also ich gehe eigentlich davon aus, dass wir hier drei Beweise kriegen. Geisterfoto, ja. Ich nehme mal eine Fotokamera mit. Kerze auspusten lassen. Bewegungssensor. So. Ein Shade zeigt sich eigentlich erst, wenn wir die 35% Marke erreichen. Was die Sanity betrifft. Ein Shade gibt nur ganz selten Events, wenn wir noch da drüber sind. Zeig dich. Schreib ins Buch. Puste die Kerze schon mal aus. So. Ist wieder ein 5er-Ausschlag. Wir hatten auch bisher noch keinen 3er-Ausschlag, als wir im Geisterraum waren. Spricht auch für den Shade. Oder ist es so, dass wir doch nur 2 Beweise kriegen? Bei den Runden davor, bei den 2, habe ich die Geister an der Schrittgeschwindigkeit herausfinden können, identifizieren können. Da hatte ich einmal einen Raiju, einmal einen Diogen. Schreib ins Buch. Vielleicht wisst ihr das ja. Kriegen wir hier 3 Beweise oder 2? Könnt ihr ja mal gerne kommentieren. Wobei ich natürlich auch weiß, dass es mit den Büchern manchmal ein bisschen dauert. Schreib ins Buch. Zeig dich. So, Bewegungssensor hat funktioniert. Kerze hat funktioniert. Jetzt nur noch ein Geisterfoto. Joa. Wir warten noch mal einen ganz kleinen Moment. Schreib ins Buch. Schreib etwas. Zeig dich. Und auch immer wieder gucken, ob der Geisterraum noch hier ist. Jawohl. Also hier sind wir eigentlich in Sicherheit, wenn es der Shade ist. Weil er ja, wie gesagt, nicht angreift, wenn wir in seinem Geisterraum sind. So ist die Regel. Zeig dich. Schreib ins Buch. Na, ich bin mir nicht sicher, ob wir vielleicht doch nur 2 Beweise kriegen. Schreib etwas. Ich lasse ihn noch mal ganz kurz allein.
Ja, das passt schon ganz gut zu einem Shade, dieses Verhalten. Ja, die Kamera haben wir nur rumgeschmissen. So, gehen wir noch mal rein, gucken noch mal und dann fahren wir los. Also entweder hat er jetzt was reingeschrieben. Vielleicht braucht er ein bisschen Ruhe. Wenn nicht, könnte es natürlich sein, dass es nur zwei Beweise gibt. Ist jetzt wieder aktiv? Ja, okay. Gut. Dann würde ich sagen, fahren wir. Lassen wir den armen Kerl mal in Ruhe. Schreib ins Buch. Nein. Das gibt nichts mehr. Ich dachte eigentlich, dass wir drei Beweise kriegen. Wie gesagt, bei den Runden zuvor habe ich den Geist an der Schrittgeschwindigkeit identifiziert. Und dort habe ich einmal einen Beweis bekommen und einmal zwei Beweise. Dachte aber dann eigentlich, dass es dann auch drei gibt. Vielleicht ist das nicht so. So, Shade, lege ich mich fest. Ziemlich ruhig. Ja, dann fahren wir mal. Der Steven. Ja, war der Shade. Ein sehr schüchterner Geist. Sehr ruhig. Damit hätten wir die Herausforderung geschafft diese Woche. Insgesamt 5.315 Dollar gemacht. Ihr Lieben, ihr könnt mir ja mal verraten, ob ihr drei Beweise bekommen habt oder auch nur zwei. Das würde mich jetzt wirklich sehr interessieren. Ja, dann würde ich sagen, wir hören uns das nächste Mal wieder. Dann höchstwahrscheinlich erst am Donnerstag wieder. Wir müssen mal gucken, ob es die Herausforderung nächste Woche gibt. Montag oder Dienstag weiß ich noch nicht ganz. Kann aber auch sein, dass die erst später erscheint. Also nicht Montag oder Dienstag, sondern wann anders in der Woche. Muss ich mal gucken. Ja, dann würde ich sagen, bleibt mir gewogen. Bis dahin. Ciao, ciao, macht's gut.